Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Gelb, wo wir, wie ihr schon sehen könnt, am oberen Eingang der Seeschauminseln sind. Ich bin hier relativ entspannt hingekommen, musste ich mal wieder feststellen. Und in dieser Folge soll es um einen hoch und heilig versprochen möglichst simplen Walkthrough gehen durch die Seeschauminseln, allerdings nicht ganz durch, weil ganz ehrlich, das muss sich ja keiner antun. Ihr müsst ja gar nicht durch, ihr könnt ja einfach von Alabastia aus zur Zinnoberinsel schwimmen und dann meinetwegen, wenn ihr die Trainer platt machen wollt, nochmal von der Zinnoberinsel aus Richtung Osten surfen. Stattdessen möchte ich euch hier den schnellsten Weg zeigen, wie ihr zu Arktos kommt. Es gibt hier insgesamt 4 Stärkesteine drin. Das heißt, ihr braucht logischerweise einmal schon, um hier hinzukommen und auch hier drin ein Pokémon, das Surfer kann. Davon haben wir zufällig 3 dabei. Und, weswegen ich aber offscreen gerade nochmal zurück musste, bevor ich die Aufnahme geschaltet habe, weil ich es schon wieder vergessen hatte, ein Pokémon, das Stärke kann. Und das ist natürlich unser Relaxo hier. So, Goldini ist auf 1, weil wir den immer noch trainieren wollen. Und jetzt laufen wir einfach mal nach rechts hier. Wie gesagt, außer Arktos gibt es hier für uns nicht wirklich viel zu tun. Ich kann lieben gerne nochmal vorlesen, was es hier so zu fangen gibt, während wir hier die Pokémon platt machen. Für alle, die es interessiert, Zubat, seht ihr gerade, ist sogar relativ selten. 10% gerade mal Häufigkeit. Golbat gibt es hier eventuell, Enton und Enteron, aber nur in Blau. Jurob und Yugong gibt es hier auch. Sogar Yugong mit 4% Wahrscheinlichkeit. Wer das berechnet, möchte ich auch mal gerne wissen. Fleckmon und Lamus. Krabi, wo wir gerade dabei sind. Kingler mit unbeschreiblicher Stichchen und Fragezeichen, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Muschas gibt es hier nicht in Gelb. Den haben wir uns ja schon anderweitig besorgt. Und Sepa und Seemon gibt es hier auch nur in Rot. Quasi das Pendant zu Enton und Enteron. Na, ihr kennt das ja mittlerweile, das Spielchen mit den beiden Editionen. Es kann immer nur eine geben. Und auch Sterndu gibt es hier zu 30% in Rot und Blau. Aber in Gelb nicht, macht nichts. Auch den haben wir schon. Warum ist denn der Furienschlag daneben gegangen? Ich sollte einfach hingucken. Da guckt man einmal nicht hin. Ansonsten gibt es hier im Wasser mit der Angel logischerweise einen Kuperkaper zu fangen. Das ist ja altbekannt. Klammer ist eine Wasserattacke, die ganz schön viel abzieht. Ah ne, Quatsch, Klammer ist eben keine Wasserattacke, sondern Schnapper war die Wasserattacke. Die beiden verwechsel ich immer, vor allem, weil, glaube ich, auch die Kampfanimation, wenn ich mich da so an Austos erinnere, ziemlich die gleiche ist. Haben wir niedergestreckt. So, ja, das soll soweit gewesen sein. Und natürlich einmalig Arktos auf Level 50, das ist bekannt. Meine Güte. Wir haben wieder keinen Schutz mit. Warum? Naja, weil, ne, das habe ich in der letzten Folge schon erklärt, als wir uns Zapdos geholt haben, der Schutz immer nur, ja, Pokémon abhält, die in einem Level unter dem unseren sind. Und, naja, ganz ehrlich, das sind hier nun mal leider die allerwenigsten. Wir flüchten jetzt einfach. Ich möchte Zapdos schon ganz gerne in dieser Folge erledigen. Diesen Stein hier könnt ihr liegen lassen. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur die Anleitung, wie ihr zu Arktos kommt. Dann sind wir in UG1. Insgesamt gibt es hier 4 UGs. Und wir springen einfach direkt in das nächste Loch. So. Auch hier einfach in das Loch unweit von euch springen. Machen wir schwupps. Und jetzt passiert Folgendes. Zack. Wir konnten leider die Strömung noch nicht abstellen. Und das ist eine ganz wichtige Stelle. Denn jetzt sind wir bereits im 4. UG. Das heißt, wir sind quasi schon bei Arktos. Wo wir jetzt aber dank der Strömung nicht hinkommen. Hier übrigens. Ich gehe mal ganz kurz raus. Hier. Das habe ich vor 3 Folgen habe ich davon berichtet, dass ich den, als ich mir hier Jurob und Co. geholt habe, aus Versehen eingesammelt habe. Hier gibt es einen versteckten Hyperball.
Leider. Also versteckt. Ne? So, wir gehen hier nach Norden. Ignorieren hier die erste Leiter. Und nehmen stattdessen die zweite. Ich hoffe mal, ich mache es hier alles richtig. Hoch, jetzt klar, jetzt sind wir hochgegangen und zwar ins dritte Untergeschoss. Leitern können wir hier außer Acht lassen. Ups. Da geht's wieder ins Wasser. Und jetzt sollen wir hier doch bitte dieses Steinrätsel lösen. Wow, ein Kingler. Level 30. Das sind natürlich sehr, sehr nette EP, die wir gerne mitnehmen, aber da sehe ich leider schwarz für unser Goldini. Deswegen holen wir kurz unseren Manfred raus. Ach, da spielt er defensiv. Das ist ganz nett. Wir nicht. So, jetzt müssen wir zwei Steine in die jeweiligen Löcher schieben. Wenn ihr übrigens einen Fehler macht, ist jetzt kein riesen Weltuntergang. Dann müsst ihr einfach nur die Leiter hochgehen und dann könnt ihr das Ganze resetten. Ich glaube, ihr wisst schon so halbwegs, wie es geht. Ich mache es trotzdem natürlich mal vor. Wir nehmen hier diesen Stein Relaxo Stärke. Richtig, Moment. Ja, richtig. Schwupps. Schubsen den da hoch. Machen den nur einen runter. Ganz wichtig, nur einen. Schieben den dann nach da. Dann nehmen wir den hier. Kloppen den hier sonst wohin. Schubsen den da rein. Schwupps. Der blockiert schon mal den einen Teil der Strömung. Und jetzt ist, glaube ich, klar, wie wir den zweiten in das andere Loch kriegen. Hallo, Golbert. Sehr schön. Level 27. Schaffen wir dich denn noch? Wäre ganz nice. Du bist ein entwickeltes Pokémon. Das wären auch wieder sehr coole EP. Jetzt sind wir verwirrt. Toll. Aber den Surfer schaffen wir. Sehr gut. Und danach, wenn wir die beiden in ihre jeweiligen Löcher geschoben haben, können wir in eins der beiden, völlig egal welches, hineinspringen. Dann sind wir wieder in der unteren Etage, jetzt ist aber die Strömung weg und damit können wir dann gleich in den Norden zu Arktos Hort, ist ja ein Vogel, also zu seinem Nest oder zu seinem Hort fliegen. Geht also eigentlich relativ schnell. Ich rechne allerdings mit einem relativ spannenden Kampf. Goldini erreicht Level 32. Sehr schön. Dann könnten wir eventuell sogar noch Golking schaffen in dieser Folge. Das wäre natürlich ideal. So. Schwupps da rein. Und jetzt surfen wir hier automatisch. Die Strömung wird hier blockiert. 1A. Und wir können einfach hier rausgehen. Oh, stopp. Ich hatte gerade gesagt, im Norden, Jens. Entschuldigung. Gehen wir wieder rein. Sterndu, von dem ich gerade noch behauptet habe, dass es das hier gar nicht gibt. Dem scheint nicht so zu sein. Naja. Nicht das erste Mal, dass uns der Walkthrough ein bisschen im Stich lässt, was Informationen angeht. Bevor du den Donnerschock überlebst, wir wollen nicht unnötig KP flöten gehen lassen, auch wenn Arktos ja, nur Schnabel, aber auch Eisstrahl kann. Und wir haben ja bei Zapdos schon gesehen, diese legendären Vögel, mit denen ist echt nicht gut Kirschen essen. Manfred erreicht Level 65, sehr schön. Wir schwimmen hier oben hoch und da steht der gute Mann. Dann gehen wir hier raus. So, und auch das will natürlich wieder ordentlich durchdacht sein. Jetzt muss ich einmal wieder gucken hier, Arktos.
Wie sind denn deine Schwächen eigentlich so verteilt? Vierfach Schwäche gegen Gestein. Kein Relaxo noch Steinhagel? Ja. Das würde ihn wahrscheinlich mega ownen. Zweifach Schwäche gegen Feuer, Elektro und Stahl. Wir haben Glurak nicht dabei, weil ich echt keinen Bock mehr auf den hatte. Stahl gibt's hier noch nicht. Elektro. Ja, aber wir brauchen ja erstmal wieder das zum Rantasten. Dann nehmen wir wieder Drogon hier. Achso, ach, der kann Eisstrahl. Ja. Gut, egal. Wir fangen mal mit Goldini an. Arschlecken wird sowieso ein kurzer Spaß. Sichern hier einmal ganz kurz das Spiel, wie sich das gehört. Ihr seht wieder einen kurzen Cut. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Ich glaube, die Folge wird etwas länger. Allerdings nicht für euch, weil ich werde sie schneiden. Der Cut war absolut notwendig. Wir haben das Spiel gespeichert. Sind aber jetzt schon in Anlauf Nummer 3. Und ich habe meine Lektion gelernt. Und suche, um ehrlich zu sein, noch nach der richtigen mathematischen Methode gegen dieses Arktos. Das ist wieder ein Golbat. Das hatten wir beim zweiten Mal auch schon an genau der gleichen Stelle, interessanterweise. Aber nicht in so einem geilen Level. Donnerblitz und ab dafür. Tja, dumm gelaufen. Also die Folge wird jetzt sehr, sehr lang natürlich. Aber ich werde die ersten beiden Versuche wegschneiden. Das wollt ihr ja nicht sehen. Dann probieren wir eine neue Variante. Hallo Arktos. Also, ich weiß mittlerweile, es überlebt ein Donnerblitz von Pikachu. Danach überlebt es dummerweise keine andere Attacke mehr von uns. Ich könnte mal einen Donner versuchen. Vielleicht bleibt da ja noch weniger über. Das wäre natürlich jetzt richtig nice. Wow! Und das war genau das, was ich wollte. Sehr, sehr geil. Sehr schön. Freut mich riesig. Das sieht sehr gut aus. Das ist genau das, was wir erreichen wollten. Also, Pikachu, wir spielen ja hier eh Pokémon Gelb. Level 65, ein Donner und ihr habt quasi euer Ziel schon so gut wie erreicht. Ansonsten geht es so ein bisschen über Trial and Error, ne? Das ist normal bei den legendären Vögeln, deswegen setzen wir jetzt hier die Donnerwelle ein, paralysieren Arktos und fangen wieder an, wie wild, mit Hyperbällen um uns zu werfen. Trotz allem heißt das für euch wahrscheinlich, wenn ich die ersten beiden Versuche rausgeschnitten habe, dass es ähnlich wie bei Arktos relativ schnell ging. Bin ich sehr, sehr, sehr happy drüber und er bleibt sogar im zweiten Ball sofort drin. Arktos, sehr schön. Ich bin begeistert, denn damit haben wir nicht nur das 100 und keine Ahnung, wievielte, 16. Pokémon, glaube ich schon. Sondern wenn Arktos durch die Lüfte schwebt, gefriert das Wasser in der Luft und es beginnt zu schneien. Wir haben auch den dritten von drei legendären Vögeln gefangen. Sehr gut. Schwupps, weg ist er. Pokédex, Pokémon Nummer 117. Jawohl. 143 Pokémon haben wir jetzt gesehen. Und jetzt benutzen wir hier einfach, da ich ja bereits gesagt habe, ich zeige euch hier nur, wie ihr zu Arktos kommt. Danach solltet ihr ein Pokémon dabei haben, das Schaufler kann. Oh, okay. Ich war in Fuchsia City nicht im Pokécenter. Macht nichts. Dann sind wir hier schon genau richtig. Wir heilen unsere Pokémon und da das jetzt alles so schnell ging, würde ich sagen, bleibt ihr bestimmt gerne noch so lange dran, bis wir jetzt hier Goldini fix auf Level 33 trainiert haben. Dafür gehen wir jetzt hier in die Dicta-Höhle. Wenn wir schon mal in Orania City sind, trifft sich natürlich wieder göttlich. Gucken wir uns mal kurz an. 2486, das dürfte machbar sein. Dürfte nicht allzu lange dauern. Hoppla. Wir machen hier, holen mal eben das Fahrrad raus. Ich bin begeistert. Und das heißt, wir haben noch 15 Hyperbälle über.
Weiß der Henker was, weil sie damit anfangen. Mal gucken. Aber, ja, wie gesagt, hier nochmal ganz kurz amtlich für alle. Die anderen Folgen sind auch gar nicht so lange her. Denn wir haben zuerst Lavados gefangen auf der Siegestraße und dann Zapdos in der letzten Folge im Kraftwerk. Wenn wir dafür auch zwei Folgen brauchten, um ganz durchzuzocken. Aber hier seht ihr es jetzt. Schwarz auf weiß. Arktos, Zapdos und Lavados. Sehr gut, ich bin richtig happy, dass wir die alle haben. Dragoran ist natürlich auch noch so ein Ziel. Und Mewtwo kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Wenn wir dann auf der, nicht auf der Siegestraße, wollte ich schon wieder sagen, sondern in der Azuria-Höhle oder im Geheimdungeon oder wie auch immer wir sie nennen wollen, sind, wo wir noch einmal jede Menge Pokémon fangen wollen und dann hoffentlich ganz erfolgreich mit dieser Serie angefangenen Pokémon dieses Let's Play hier beenden. Selbstverständlich gibt es noch eine kleine Glitch-Folge hinten dran. Das habe ich vor einigen Folgen schon so versprochen, weil auch gefragt wurde, hey, machst du das noch? Klar, mache ich die noch. Ist doch selbstverständlich. Der größte Witz ist, die Folge geht nur 7 Minuten. Vielleicht lasse ich sogar die 3 Fail-Versuche drin. Sehe ich gerade so, weil ein Golking werden wir bis dahin auf jeden Fall haben. Also, warum nicht, ne? Mal gucken. Nee, Quatsch. Nee, machen wir nicht. Denk mal, wir machen uns mal ganz in Ruhe auf nach Azuria City. Räumen noch den PC ein bisschen auf. Und, begeben uns dann schon mal in Richtung Azuria Höhle. Gehen vielleicht nochmal ein bisschen shoppen vorher, wobei eigentlich, wir brauchen nur den Meisterball, alles andere ist eh Quatsch. Mit den Meisterbällen, mit den Hyperbällen, die wir noch haben, sollten wir die 5 Pokémon, die wir dort drin fangen wollen, auf jeden Fall kriegen. Wieder Surfer. Also plus minus 8 Dick da, denke ich mal, werden wir wohl platt machen müssen. Von den Leveln her. Vielleicht auch 10, mal gucken, so 8 bis 10. Vielleicht haben wir Glück und es kommt noch ein Dickdreh dabei rum. Ja, wie gesagt, also habe ich jetzt auch ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abgedreht. Da arbeite ich auf dem zweiten Spielstand noch dran. Wenn wir schon 150 Pokémon haben, dann zeige ich euch natürlich auch den kleinen Glitch hier in Pokémon Gelb, wie ihr Mew bekommt und nicht irgendeins, sondern es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Level 7 glaube ich. Und dann gibt es natürlich auch den bekannten Trick, ein Mew auf Level 1 zu fangen und das dann nach einem weiteren Kampf direkt in Level 100 zu entwickeln. Und das alles nördlich der Nugget-Brücke und wohlgemerkt vor Misty. Logischerweise, weil man die Nugget-Brücke für gewöhnlich vor Misty macht. Genauso könnt ihr übrigens auch, falls ihr hier frisch einschaltet, weil es mal wieder um das Fangen eines legendären Vogels ging, genau wie in der letzten Folge bei Zapdos auch, kann ich mir durchaus vorstellen, ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr Bock habt, guckt euch natürlich das ganze Let's Play nochmal von vorne an, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir jetzt hier auf den letzten paar Folgen, auf den letzten paar Metern im Schlussspurt noch ein paar neue Fans gewinnen können. Wäre ich natürlich mega happy. Ansonsten kann ich euch aber auch nur Folge 34, glaube ich, empfehlen, die ihr aber wahrscheinlich, ja gut, entweder über die Playlist, die ist ja hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, oder ansonsten auch einfach über die YouTube-Suche findet. Da kommt nämlich die Folge, wie ihr nicht Mew, sondern ein Nidoking, wer den Glitch noch nicht kennt oder nicht mehr genau weiß, wie es geht, in Level 1 fangen könnt im Vertania-Wald, also auch vor Rocco, und den auch vor Rocco in Level 100 aufpumpen könnt quasi. Das macht das ganze Let's Play unfassbar unterhaltsam und unfassbar einfach. Was ich natürlich daher weiß, dass ich es in dem gleichen Spielstand gemacht habe,
indem ich aktuell an dem Mio-Glitch arbeite. Und da man ja erstmal bis zur Nugget-Brücke kommen muss, musste ich natürlich mit Nidoking Level 100 zwangsläufig durch den Mondberg durch. Ja, ist eine Sache von 10 Minuten ungefähr. Ja. Nidoking kann dann in Level 100 Fuchtler, Hornattacke, Giftstachel und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Auf jeden Fall meine ich, dass auf jeden Fall 3, wenn nicht sogar 4, aber ich bin mir ziemlich sicher, 3 Attacken kann, die, ja, die was abziehen. Und Fuchtler in Level 100, es ist eine Normalattacke mit Stärke 90. Nidoking hat natürlich auch einen ziemlich krassen Angriffswert. Ist eine physische Attacke. Ja, die pufft richtig ordentlich was weg. Und ja, da ist euch eigentlich... ist quasi kein Gegner vor den Top 4 vor euch sicher. Sehr, sehr unterhaltsam. Mew hingegen kann ja bekanntlich, soweit ich weiß, gar nichts. Also zumindest nicht angreifen, glaube ich. Können wir mal eben kurz nachgucken. Während wir hier einen Diktar nach dem anderen abschlachten. Oder war das jetzt schon das? Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Hat immer noch nicht gereicht. Ja, meine Güte. Doch, Mew lernt sogar in Level 40 Psychokinese. Tatsächlich. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob es das dann bei diesem Glitch auch lernt. Ich denke mal nicht, denn wahrscheinlich wird es nur die ersten 4 Attacken erlernen, wenn überhaupt. Vielleicht auch gar nicht, weil durch diesen Sprung auf Level 100 von Level 1 können die Pokémon für gewöhnlich nur die Attacken, die sie in Level 1 auch schon könnten. Und da gehört nun mal bei Nidoking, Fuchtler und so weiter, Giftstachel dazu. Jawohl, Goldin erreicht Level 33. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann Mew leider nur Pfund. Ne? Stärke 40, Normalattacke. Auch wenn es in Level 100 ist, das ist natürlich ziemlich geil. Mews Stats sind linear 328 in Level 100. Oder sagen wir mal plus minus 300. Ich vertue mich immer, weil es ja mit diesem neutralen Wesen, negatives, positives Wesen, keine Ahnung, das gibt es ja hier, glaube ich, alles noch gar nicht. Also in Level 100 plus minus 300. 404 KP hat es. Kann sich aussehen lassen. Und naja, Mew kann, was glaube ich außer Mew kein anderes oder vielleicht maximal 2 andere Pokémon können. Bei Mewtwo bin ich mir nämlich nicht sicher. Hallo Golking. Aber Mew kann bekanntlich alle TMs lernen, glaube ich. Meine ich zumindest. Außer... Doch, hier steht's. Mew kann in jeder Generation jede TM und jede VM erlernen. Das finde ich ja schon lustig. Dann, ich meine, klar weiß man, dass Mew fliegen kann, aber dann mit Mew durch die Gegend zu fliegen mit so einem kleinen Vieh. Da ist der Timer abgelaufen. Macht nichts. Ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen überzogen. Ja, ne? Von daher, ich denke mal, bevor ihr den zweiten Orden habt, einen Nidoking und einen Mew in Level 100. Das bockt sich. Und, jetzt sind wir auch hier raus. Haben aber, glaube ich, Glurak nicht dabei, richtig? Dem ist so. Macht auch nichts. Dann gehen wir hier ins Pokécenter. Heilen nochmal kurz unsere Pokémon und, ja. Ding, ding, du, du, ding. Bereiten uns dann ganz still und heimlich auf die vermeintlich letzte Folge vor. Vermeintlich. Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Jawohl, wir wollen Golking ablegen. Eigentlich haben wir auch mit Dragonier noch 10 Level vor uns. Das ist natürlich auch bitter. Oder mindestens 8,5, weil wahrscheinlich ist es jetzt kurz vor Level 46 plus ein Sonderbonbon, was wir noch haben. Das sind auch alles so Punkte.
Und dann haben wir ja auch noch das ganze Geld, was ausgegeben werden muss, ne, für Sichlor und Pinsir. So, da haben wir jetzt mein Riesen-Imba-Team. Wisst ihr was, Leute? Ich habe es gerade selbst gesagt, ich brauche noch jede Menge Kohle. Und ich habe so schön vorgearbeitet, ich habe dementsprechend auch noch jede Menge Zeit. Ihr werdet in der nächsten Folge das Geheimdungeon sehen als Walkthrough. Wir holen uns dort aber höchstwahrscheinlich dann wirklich die letzten Pokémon. Und dazwischen werde ich noch eine kleine letzte, ich verspreche es, letzte Sonderfolge einschieben. Ja, ich denke mal, ihr habt da Verständnis, oder ich hoffe, ihr habt da Verständnis für die letzten Pokémon, nämlich für Sichlor und Pinsir und dann auch für die Entwicklung von Dragonier zu Dragoran. Bis dahin muss ich aber noch ein bisschen trainieren. Wir könnten jetzt zum Beispiel einfach Entoron gegen Rizeros tauschen, fällt mir gerade ein. War, glaube ich, eine Möglichkeit auf der Zinnoberinsel im Pokémon-Labor. Enton lassen wir direkt frei. Wir brauchen ja Platz in der Box. Tschüss, Enton. Tut mir leid für dich. Für dich heute leider kein Foto. Aber Glurak ist bei voller Stärke und den brauchen wir, weil er fliegen kann. Wir haben kein Pokémon mehr außer Dragonier zum Trainieren und genau das werden wir jetzt auch Hardcore machen. Ihr seht hier quasi aktuell, obwohl ich drei legendäre Vögel habe, mein in meinen Augen bestes Team. Von denen ziemlich genau drei reichen, nämlich Bimbo, Turtok und Manfred, um die Top 4 zu besiegen. Aber, und mit Glurak dann definitiv auch der Champ noch hintendrein. Ich fliege jetzt mal zurück zum. Nee, nicht zum Indigo-Plateau, sondern zu der Spielhalle in Prismania City. Gebe noch kurz mein letztes Geld aus und gehe dann ein bisschen trainieren offscreen und Kohle scheffeln. Ihr wisst, was auf euch zukommt in der nächsten Folge. Bis dahin. Zeit für die Endcard. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn euch der Walkthrough hier mit Arktos gefallen hat. Wie gesagt, in der letzten Folge habt ihr jetzt hier unten links, könnt ihr einfach draufdrücken, während ich hier fleißig Münzen scheffeln gehe. Könnt ihr euch angucken, wie ihr Zapdos fangt. Das Ganze ging über zwei Folgen. Für alle, die das Let's Play noch nicht kennen. Aber naja, ich meine, das Kraftwerk ist vom Labyrinth her geschenkt. Ja? Da kann man sich jetzt echt sehr schwer verlaufen. Aber wir haben in den beiden Folgen auch aufgedeckt, was denn alles gar kein Item ist. Wir haben natürlich alle Items geholt. Und nebenher gibt es ja noch Pokébälle, die versteckte Voltoball bzw. Elektroball sind. Und die haben wir auch alle geholt, deswegen schaut euch die beiden Folgen einfach an. Und schaut euch auf jeden Fall auch an, wie ihr auf der Siegestraße zu Lavados kommt. Und wenn ihr dabei seid, schaut euch am besten das ganze Let's Play an. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Und in 3 Tagen geht es dann hier unten rechts, wenn ihr die Folge denn so viel später erst guckt, nach Release auch zur nächsten Folge, die ich immer pünktlich mit dem Release der nächsten Folge dann auch hier verlinke. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Jens von Nerdy Talk.